1530 Tagessätze. Wie bitte? 30 Tagessätze, 1500. 1500. Und die Verfahrenskosten sind auch noch zahlen. Ja, die wird der in den Rufen. Ja, ist das euer? Ja, nee, ist anzunehmen. Okay. Innerhalb von einer Woche müsste. Will noch jemand was dazu sagen? Berichte abliefern? Er ist verurteilt worden zu 30 Tagessätzen a 50 Euro. Die Richterin ist gekauft. Weil er nicht ans Handy gegangen ist, um zu verhindern, dass die Leute in die Bahnmeile hineinkommen. Darf ich ein bisschen eure Stellungnahmen aufnehmen, was ihr berichten könnt? Von mir nicht, nein. Okay. Kann man ja alles nachlesen. Was kann ich da? Berichten aus dem... Wo wollen Sie das denn nachlesen? Ja, eben. Das kann man nicht nachlesen. Was ich bedauerlich finde, ist, dass hier im Namen des Volkes gesprochen wird. Da stand noch sehr viel Volk draußen, was gar nicht reingekommen ist. Das waren alles Leute, oder zum Großteil Leute, die an dieser Demonstration teilgenommen haben. Und wenn man dann die Ausführungen der Richterin und der Staatsanwaltin hört, dann denkt man, wer urteilt hier eigentlich? Das ist sowas von abstrakt. Und ich fand das zum Teil eben, also ich hatte wirklich den Eindruck, da gibt es vorher Absprachen, auf welche Höhe man sich einigen kann. Nicht gefallen hat mir beispielsweise auch bei der Urteilsverkündung, da waren zum Teil sehr polemische Tonfälle der Richterin dabei, wie die Urteilsverkündung vorgetragen ist. Ah ja, okay. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Nein, ich finde es ein Unding. Also wenn jetzt auch noch die Justiz nicht mehr abhängig ist. Wir haben hier schon die Polizei, das wird doch immer schlimmer. Morgens werden wir geschlagen. Wir werden doch da schon nur noch kriminalisiert. Und jetzt bei der Justiz ist genau dasselbe. Vielen Dank. Und das unterstützt. Man steht ja auch heute in der Stuttgarter Zeitung, die Grünen haben einen Antrag gestellt, dass der Herr Häusler aus wegen Gefangenheit abgesetzt wird. Der Häusler. Ist der noch drinne, der Häusler? Nein, die Staatsanwältin untersteht. Herr Fischer zum Beispiel aus Freien hat auch behauptet, dass am 30.09. da waren mit der Firma und der Regierung, dass die Steine mit der Steuer. Gibt es noch eine Stellungnahme von euch für YouTube aus dem Verfahren? Eine Farce, eine Vorführung und ein Schauprozess wie seinerzeit im Dritten Reich. Bist du von Anfang an dabei gewesen? Ja, ich bin auch ganz durch Sie, weil ist nicht der Bernhard Häusler da gewesen, sondern eine Dame. Die Staatsanwältin hat doch Okay. Ich möchte von einem persönlichen Resümee ausgehen. Es spricht viel dafür, dass hier eine Vorverurteilung stattgefunden hat, beziehungsweise eine in Anführungszeichen Weisung von wem auch immer. Hier ist ein Exempel zu statuieren. Es muss eine Strafe ausgesprochen werden. Für diese Annahme spricht, dass zwei Beweisanträge abgelehnt wurden, unter anderem der Beweisantrag, den Leiter des Ordnungsamts als Zeugen zu laden, damit klar wird, ob eine förmliche Beendigung dieses Aufzugs oder wie auch immer notwendig gewesen sei oder ob die Absprache bei einem vorangegangenen Kooperationsgespräch das für unnötig erachtet hat. Nach Aussagen von Gangolf Stocker wurde das nicht ausgemacht. Außerdem, für die Vorverurteilung spricht auch, dass die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer auf andere Ermittlungen eingegangen ist und letztendlich in andere Ermittlungen eingegriffen hat, indem, wie bekannt, ja noch mehrere Ermittlungen laufen, insgesamt 7 Ermittlungen, dass sie gesagt hat,
in Bezug auf diese Ermittlungen, es geht gerade so weiter. Das sind Eingriffe, ja, und spricht für Vorverurteilungen. Das Urteil ist ein Skandal, weil es weiterhin ein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit einschränkt. Und das ist der Zweck der Übung. Ich beobachte seit anderthalb Jahren Prozesse hier beim Amtsgericht, beim Landgericht und gewinne immer mehr den Eindruck, dass die baden-württembergische Justiz, vor allem aber die Stuttgarter Justiz, hier den Vorreiter macht. Und ich gewinne weiterhin den Eindruck, dass dahinter auch steckt, in einer Stadt, in der die Automobilindustrie ansässig ist, haben bestimmte Kreise bestimmt kein Interesse an der Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit. Soweit meine sehr persönliche Einschätzung. Ich bedanke mich sehr. Okay. Dankeschön.